Willkommen zum nächsten Video. Die Kettenregel haben wir abgehakt. Jetzt gibt es noch eine weitere Regel, die man unbedingt kennen sollte, wenn man anfängt, Funktionen abzuleiten. Denn nicht immer sind die ja so einfach wie x² Quadrat oder 5x plus 3. Das hast du jetzt schon im letzten Video gemerkt. Und eine Art von Funktion ist uns da noch gar nicht über den Weg gelaufen, die kommt aber jetzt. Und ein Beispiel von dieser Art von Funktion ist hier gegeben mit x mal Sinus x. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann könnte einem auffallen, dass hier etwas passiert ist, was wir uns noch nicht beim Ableiten überlegt haben. Wir haben hier nämlich ein Produkt. Und wenn man ein Produkt ableitet, dann ist die Ableitungsfunktion nicht ganz so einfach, wie man es sich wünschen würde. Wir haben hier die erste Funktion. Das ist unser x. Abgeleitet wäre das die Funktion f von x ist gleich 1. Die zweite Funktion, auch klar, das ist der Sinus von x und abgeleitet natürlich der Cosinus von x. Würden wir jetzt in einer idealen Welt leben, es wäre doch schön, wenn wir einfach die erste Funktion ableiten, das gibt 1, die zweite Funktion ableiten, das gibt Cosinus von x und dann wäre das einmal Cosinus von x. Ob wir in dieser idealen Welt leben oder nicht, schauen wir uns mal an, indem wir unser GeoGebra-Orakel befragen. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt ganz viele Versionen von GeoGebra, weil sich das über die Jahre hinweg auch etwas entwickelt hat. Und nicht jede Version ist ideal geeignet, um sich Ableitungsfunktionen erstellen zu lassen. Deswegen empfehle ich dir einfach, dass du diese hier benutzt. Du kannst den Link dazu hier oben im Bild sehen, aber auch in der Beschreibung vom Video. Ich habe die Funktion x mal Sinus von x schon eingegeben. Du kannst den Graphen sehen. Und jetzt lasse ich mir die Ableitungsfunktion erstellen. Also ich gebe ein f'. Und wir können sehen, verdammt, es war doch nicht so einfach, wie wir uns vorgestellt haben. Da kommt raus x mal Cosinus von x plus Sinus von x. Es überrascht dich vermutlich nicht, dass die Ableitung doch etwas schwieriger ist, als man vielleicht sich wünschen würde oder im ersten Moment auch denken könnte. Und der logische nächste Schritt ist jetzt zu versuchen, das Prinzip hinter dieser Ableitungsfunktion zu verstehen. Dazu können wir uns einfach nochmal alles anschauen, was wir jetzt schon gesehen haben, nämlich die erste Funktion und ihre Ableitung, die zweite Funktion und ihre Ableitungsfunktion und die Gesamtableitungsfunktion. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt mal das Video anhalten und drüber nachdenken, ob du eine Idee hast, was die Regel sein könnte. Ich sag's dir aber gleich, wenn man sie noch nicht kennt, dann muss man ein bisschen knobeln. Aber vielleicht hast du Lust, ein bisschen zu knobeln, dann halte das Video kurz an und vielleicht findest du sogar eine eigene Regel, mit der man hier die Gesamtableitungsfunktion sich herleiten kann. Weil wir als Mathematiker natürlich nicht einfach nur ein bisschen rumprobieren möchten, sondern irgendwo auch sicher sein, dass wir herausfinden, wie diese Produktregel, wie wir sie nennen, funktioniert, versuchen wir es zu beweisen. Und das machen wir, indem wir die Kettenregel benutzen. Und das Problem bei solchen Beweisen ist ja, dass man erstmal irgendeine Idee haben muss. Also wenn man als Mathematiker irgendwo sitzt und versucht, etwas zu beweisen, dann kann es sein, dass man tagelang da sitzt mit einem Bleistift und einem Stück Papier oder mit einem Tablet, auf dem man elektronisch schreibt und man irgendwie versucht, eine Idee zu finden, die einem zum Ziel näher bringt. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann würde dieses Video zum einen sehr lange dauern. Und zum anderen wäre es ziemlich uninteressant für mehr als 99% derjenigen, die es sich gerade anschauen. Also mache ich das natürlich nicht, sondern ich präsentiere dir jetzt schon die Idee, die zum Ziel führt. Gleichzeitig sollte dir klar sein, die ist nicht einfach so plötzlich da gewesen, sondern da hat man sehr lange drüber nachgedacht und Ideen haben müssen. Man muss es auch nicht mit dieser Idee beweisen. Das ist nur eine Idee, die ich persönlich ganz schön finde, weil wenn man die Kettenregel schon verstanden hat, dann glaube ich, kann man auch diesen Beweis relativ gut verstehen. Aber das heißt nicht, dass derjenige, der sich das zum ersten Mal überlegt hat, sich einfach hingesetzt hat und gesagt, ach, ja klar, das schreibe ich mal kurz hin. Sondern da fließen immer viele Überlegungen, viele Versuche und auch viel Scheitern mit ein, bis man am Ende an einem Punkt ist, an dem man sagt, ah ja klar, so könnte ich es machen. Und warum ich dir das erzähle, ist, wenn ich dir jetzt sage, wie wir vorangehen, dann ist es total normal, wenn du erstmal sagst, ich weiß gar nicht, warum er das macht. Warum macht er es so und nicht anders? Die Antwort darauf ist, weil ich jetzt schon weiß, dass das zum Ziel führt.
Aber das weiß ich nur, weil ich mich vorher damit beschäftigt habe, nicht weil ich das anschaue und sage, ach ja, da mache ich jetzt mal das oder da mache ich jetzt mal das. Also das sollte einem immer ein bisschen klar sein und deswegen sollte es einen auch nicht frustrieren, wenn man erstmal sagt, ich weiß gar nicht, warum man das jetzt so macht. Denn das ist in ganz vielen Fällen, wenn man nicht ganz talentiert ist und sofort eine Eingebung hat, einfach Trial and Error. Das heißt, man probiert es, versucht rauszufinden, ob man so zum Ziel kommt. Und wenn es klappt, super. Und wenn es nicht klappt, dann muss man es eben nochmal anders probieren. Aber ich möchte natürlich nicht jetzt etwas probieren, was dann nicht zum Ziel führt. Deswegen schauen wir uns jetzt schon etwas an, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Und die Beweisidee hier ist, dass wenn man eine Funktion hat, die eigentlich ein Produkt aus zwei anderen Funktionen ist, dass man erst einmal die Summe bildet, das quadriert und das, was daraus kommt, versucht abzuleiten. Und wie gerade gesagt, warum man das so macht, das wird klar, wenn man sieht, wo das hinführt. Aber nicht in dem Moment, wo ich es hier hinschreibe. Ja? Also wir akzeptieren jetzt einfach mal, okay, ich nehme die erste Funktion plus die zweite Funktion, das Ganze setze ich in Klammern und quadriere es. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich das, was herauskomme, ableite. Jetzt kann man natürlich die Klammer erstmal ausrechnen. Das wollen wir aber erst im zweiten Schritt machen. Im ersten Schritt können wir diese Funktion, die wir uns jetzt gebastelt haben, also die Summe im Quadrat, einfach mal so ableiten, indem wir die Kettenregel benutzen. Ich schreibe mir das einfach hier hin und sage jetzt, okay, ich leite das Quadrat der Summe von diesen beiden Funktionen mal ab. Und wenn ich das mit der Kettenregel machen würde, dann wäre meine äußere Funktion hier ja erstmal x Quadrat. Wie leite ich x Quadrat ab? Naja, ist 2 mal x hoch 1. In dem Fall hier wäre jetzt das 2 mal innere Funktion hoch 1, also einfach 2 mal die innere Funktion. Was ist hier die innere Funktion? Das ist u von x plus v von x. Und jetzt wissen wir schon, naja, aber da müssen wir jetzt noch die innere Funktion ableiten und das auch noch damit multiplizieren. Und wie leitet man eine Summe ab? Kann man sich auch nochmal überlegen, wenn ich zum Beispiel 2x plus x Quadrat hätte, wie würde ich das ableiten? Das wäre 2 plus 2x. Mit anderen Worten, ich leite jede Funktion einzeln ab und addiere die beiden Ableitungsfunktionen. Also, ich leite das hier ab und das hier. Und dann addiere ich die beiden Ableitungsfunktionen, die ich gerade bekommen habe. Also bei Summen und Differenzen, also wenn ich Minus mache, bei Summen und Differenzen ist es sehr einfach abzuleiten. Das ist ja die Summen- oder Differenzenregel. Das heißt, meine innere Ableitung wäre hier u' von x plus v' von x. Und jetzt kann ich das, was ich hier gerade abgeleitet habe, einfach ausmultiplizieren. Und das mache ich natürlich mit dem Distributivgesetz. Der erste Schritt wäre, dass ich sage 2 mal u' von x. Das wäre das hier. Der zweite Schritt wäre 2 mal u mal v' von x. Das wäre das hier. Das dritte Termglied wäre 2 mal v von x mal u' von x. Also das hier. Und das vierte Termglied wäre 2 mal v von x mal v' von x. Also das hier. Und das Ganze, was ich hier herausgefunden habe, nenne ich jetzt einfach mal meine Gleichung 1. Also die Ableitung meines Quadrats der Summe ist dieser lange Term und das ist jetzt meine Erkenntnis 1. Mit der möchte ich weiterarbeiten. Soweit, so gut. Jetzt kann man sich fragen, was bringt mir das momentan? Momentan noch nicht so viel, aber ich muss ja nicht direkt die Kettenregel benutzen, um diesen Ausdruck hier abzuleiten, sondern ich kann den Ausdruck ja auch erstmal ausmultiplizieren und dann ableiten. Und dann bekomme ich eine zweite Gleichung, die aber genau das gleiche sein sollte wie das, was wir gerade bestimmt haben. Und der Vorteil ist, ha super, dann kann ich die gleichsetzen und du wirst sehen, dass wir dann zum Ziel kommen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt machen wir es so, dass wir das Quadrat dieser Summe erst einmal ausmultiplizieren. Und wie rechne ich eigentlich u von x plus v von x und das Ganze im Quadrat aus? Da brauche ich die binomische Formel.
Das heißt, ich kenne das ja schon von a plus b in Klammer zum Quadrat und jetzt mache ich es hier einfach mit diesen Funktionen. Was kommt da raus? Na ja, natürlich u von x im Quadrat, das ist das a Quadrat, plus 2 mal a mal b, das ist 2 mal u von x mal v von x, plus b Quadrat und das ist bei uns v von x im Quadrat. Wunderbar, das ist jetzt unsere Erkenntnis 2. Und jetzt können wir ja wieder unseren Ausdruck ableiten und dann haben wir nochmal die Ableitung von dem Quadrat der Summe gebildet. Wie würden wir das machen? Naja, wir haben, wie wir schon sehen, hier jetzt wieder eine Summe von Funktionen. Das heißt, wir können die Summenregel benutzen, indem wir jedes Termglied einzeln ableiten und jeweils das Ergebnis aufaddieren. Und das probieren wir mal mit dem ersten Termglied aus, also u von x hoch 2. Was wäre das? Das ist ja eigentlich nichts anderes, als was wir uns vorhin schon überlegt haben, jetzt allerdings nur für eine einzelne Funktion. Wir brauchen wieder die Kettenregel. Und wenn man da die Kettenregel benutzt, dann ist ja die äußere Funktion hier x². Die innere Funktion ist u von x. Das bedeutet, meine Ableitung müsste sein 2 mal u von x mal, innere Ableitung, u' von x. Also das hier. Kommen wir zum nächsten Termglied. Da haben wir jetzt 2 mal und dann die Ableitung von u von x mal v von x. Da haben wir ein Problem, denn das wissen wir noch nicht. Das ist ja genau, was wir rausfinden wollen. Wie kann ich denn u von x mal v von x ableiten? Also bleibt uns nichts anderes übrig, als das erstmal so aufzuschreiben. Also der Vorfaktor 2, das ist ja die Faktorregel, den kann ich erstmal da stehen lassen. Der wird auf jeden Fall bei der Ableitung da auch stehen bleiben. Aber jetzt brauche ich die Ableitung von u von x mal v von x. Ja, und die kenne ich halt leider noch nicht. Lassen wir mal so stehen. Gehen wir zum dritten Termglied. Also v von x in Klammer zum Quadrat. Wieder abgeleitet, äußere Funktion ist x². Das heißt, ich müsste 2 mal v von x hoch 1, also 2 mal v von x machen und dann mal Ableitung der inneren Funktion, also mal v' von x. Mit anderen Worten, so sieht das Ganze aus. Und jetzt haben wir unsere Erkenntnis 3 bekommen. Der nächste Schritt soll sein, dass wir die Ableitung, die wir gebildet haben, einmal indem wir oben die Kettenregel benutzt haben und einmal indem wir es erstmal ausmultipliziert haben und dann abgeleitet, dass wir diese beiden Ableitungen jetzt gleichsetzen. Denn es müsste ja das Gleiche sein, ob ich es auf diese Art und Weise oder diese Art und Weise berechne. Ich setze den grünen Ausdruck und den orangenen Ausdruck gleich. Und wenn ich das jetzt gleichsetze, dann habe ich auf der linken Seite den grünen Teil stehen und auf der rechten Seite den orangenen Teil. Und dann kann ich die Termglieder wegnehmen, die sowieso auf beiden Seiten stehen. Dann mache ich einfach zum Beispiel minus 2 mal u von x mal u' von x. Und dann kannst du sehen, ja, das geht eigentlich auf beiden Seiten weg. Gibt es noch irgendetwas anderes, was wir auf beiden Seiten haben, wenn wir die gleichsetzen und was wir wegnehmen können? Die Antwort ist ja, nämlich 2 mal v von x mal v' von x. Also kann ich das im grünen Ausdruck wegnehmen und natürlich auch im orangenen Ausdruck. Ich rechne einfach diese Gleichung, die ich mir erstellt habe, minus 2 mal v von x mal v' von x. Das heißt, was wir am Ende bekommen, ist das hier. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier eigentlich schon alles, was wir brauchen, um unsere Produktregel zu finden. Denn auf der linken Seite steht hier schon, was wir suchen, nämlich u von x mal v von x und das abgeleitet. Und auf der rechten Seite steht, was diese Ableitung wäre. Das Einzige, was mich momentan noch ein bisschen stört, ist, dass da ganz viele Zweier sind. Letztendlich steht hier vor jedem Termglied 2 mal. Dann können wir die Gleichung auch ganz einfach halbieren, indem wir mit 2 dividieren. Das mache ich und ich erhalte die Produktregel. Und damit haben wir sie nicht nur gefunden, sondern auch gleich bewiesen. Wir wissen jetzt, wie diese Regel aussehen muss. Auf den ersten Blick erschlägt einen dieser Formelsalat vielleicht ein bisschen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, aus welchen Komponenten diese Produktregel besteht, dann wirst du wahrscheinlich schnell sehen, so kompliziert ist es gar nicht. Denn was steht hier eigentlich? Hier steht, die Ableitung des Produktes von u von x und v von x ist erste Funktion
mal Ableitung der zweiten Funktion plus zweite Funktion mal Ableitung der ersten Funktion. Und das ist gar nicht mehr so kompliziert. Wir gehen jetzt nochmal zum Anfangsbeispiel und dann wirst du sehen, dass man so auch verstehen kann, warum aus x mal Sinus x diese komische Ableitungsfunktion geworden ist. So, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, dann kannst du sehen, dass ich da ein bisschen gespielt habe mit der Ableitungsfunktion. Das heißt, ich habe das jetzt umgedreht, da steht jetzt nicht mehr Sinus x plus x mal Cosinus von x, sondern x mal Cosinus von x plus Sinus x mal 1, ist aber immer noch natürlich die gleiche Ableitungsfunktion. Warum habe ich es so geschrieben? Die Idee ist, dass du auf diese Art und Weise eher erkennen kannst, dass ich hier die Produktregel eigentlich verwenden kann. Und zwar, wenn man sich das anschaut, dann wäre es ja mit der Produktregel so, dass ich sage, erste Funktion, das wäre hier x, mal Ableitungsfunktion der zweiten Funktion, das wäre der Cosinus von x, also x mal Cosinus von x, plus zweite Funktion, Sinus x, mal Ableitungsfunktion der ersten Funktion und das wäre 1. Also habe ich x mal Cosinus x plus Sinus x oder Sinus x plus x mal Cosinus von x. Das ist ja das Gleiche. Wenn du beim Ableiten mit der Produktregel immer so vorgehst, dass du sagst, erste Funktion mal Ableitungsfunktion von der zweiten Funktion plus zweite Funktion mal Ableitungsfunktion von der ersten Funktion, kommst du sicher ans Ziel. Vielleicht schreibst du dir am Anfang immer noch dazu, was ist die erste Funktion, was ist die zweite Funktion, was sind ihre Ableitungsfunktionen. Und dann macht man in der Regel nicht mehr so viele Fehler. Um dir jetzt die Chance zu geben, damit ein bisschen schon in diesem Video zu üben, habe ich auch diesmal eine Aufgabe und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und die Aufgabe soll sein, bestimmen Sie die Ableitungsfunktion und vereinfachen Sie Ihr Ergebnis. Und du siehst, ich habe hier drei Funktionen, dreimal Produkte. Alle drei sollen abgeleitet werden. Und ich schlage vor, dass du einfach jetzt mal Teilaufgabe A nur machst, kurz wartest, also das Video anhältst. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, was die richtige Lösung für Teilaufgabe A wäre. Hast du eine Lösung gefunden? Dann schauen wir mal, wie meine Lösung aussieht. Okay, schauen wir uns das an. Bei f von x haben wir als erste Funktion x², Ableitung 2x und als zweite Funktion Cosinus von x, Ableitung natürlich minus Sinus von x. Was wäre also f' von x nach der Produktregel? Also erst einmal schreiben wir natürlich die erste Funktion hin und multiplizieren Sie mit der Ableitung der zweiten Funktion, das wäre minus Sinus x. Also steht da x² mal minus Sinus x plus, jetzt schreiben wir die zweite Funktion hin, also Cosinus von x mal Ableitung der ersten Funktion und das wäre mal 2x. Also ist die Ableitungsfunktion x² mal minus Sinus x plus Cosinus von x mal 2x. So, jetzt stand bei der Aufgabe aber ja dabei, vereinfachen Sie Ihr Ergebnis. Und da kann man sich immer drüber streiten, was ist denn jetzt einfacher. Aber die Grundidee bei Vereinfachen ist, dass man so wenig wie möglich schreiben möchte. Das heißt, dass man versucht auszuklammern, was möglich ist. Außerdem möchte man gerne so wenig Brüche und so wenig Wurzeln da stehen haben, wie nur möglich. Und das probiert man irgendwie hinzubekommen. Und wenn man sich jetzt hier mal anschaut, was könnte ich denn da ausklammern, dann könnte einem auffallen, es gibt nicht viel, aber immerhin in beiden Termgliedern steckt ein x. Also klammern wir das einfach mal aus. Und dann bekommt man als Endergebnis x mal 2 Cosinus x minus x mal Sinus x. Du siehst, ich habe die Position von Sinus und Cosinus auch vertauscht, weil es irgendwie schöner ist, eine Differenz in der Klammer stehen zu haben, als erst eine Funktion, die mit minus 1 multipliziert ist und dann noch eine positive Funktion. Also so sieht es ein bisschen aufgeräumter aus. Okay, dann gehen wir zur nächsten Stufe, Teilaufgabe B. Ich gebe dir kurz Zeit, du hältst das Video an und dann schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. Und ich gehe davon aus, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz ausgerechnet hast und wir jetzt schauen können, was theoretisch rauskommen sollte. Bei Wurzel von x hat man schon mal gleich bei der ersten Funktion vielleicht wieder das Problem, dass man nicht mehr so sicher ist, was war denn die Ableitung. Und der erste Schritt, den man da immer geht, ist ein kleiner Trick, nämlich dass man sich Wurzel x umschreibt als x hoch 1/2. Und dann lässt sich das mit der Potenzregel auch etwas einfacher ableiten. Die Ableitung ist nämlich 1/2 mal x hoch minus 1/2. Und x hoch minus 1/2 ist auch nicht so toll. Und da gibt es oft das Problem, dass Leute Schwierigkeiten haben, mit diesem hoch minus umzugehen. Und hoch minus irgendetwas muss man einfach in einen Bruch übersetzen. Und der Bruch, der hier dabei entsteht, wäre 1 durch
x hoch 1/2. Das heißt, dieses Minus hier bewegt ganz einfach das, was da steht, in den Nenner eines Bruchs. Und da steht dann eben kein Minus mehr. Und das macht uns etwas glücklicher. Und jetzt können wir das, was wir gerade ausgerechnet haben, wieder zurück übersetzen in die Wurzel. Denn x hoch 1/2 ist ja die Wurzel von x. Und damit bekommt man diese Gesamtableitung von Wurzel x. Puh, das war so die Schwierigkeit von dieser kleinen Aufgabe. Jetzt kann man aber einfach die Produktregel anwenden. Und die wäre ja erste Funktion mal Ableitung der zweiten Funktion. Das heißt, das sieht so aus. Und jetzt machen wir plus zweite Funktion mal Ableitung der ersten Funktion. Und die hatten wir uns gerade überlegt. Das ist 1 durch 2 mal Wurzel x. So sieht das Ganze aus. So, und jetzt kommen wir wieder ans Vereinfachen. Ich hatte vorhin schon gesagt, möglichst wenige Brüche, möglichst wenige Wurzeln. Wie kann man das jetzt hier schaffen? Irgendwie steckt da in beiden Termgliedern so ein Wurzel x drin. Also kann man das ausklammern und bekommt dann Wurzel x mal Cosinus x. Der erste Teil ist klar. Der zweite Teil ist vielleicht nicht ganz so klar. Warum ist das das Gleiche? Das liegt daran, dass Wurzel x durch 2 mal x eigentlich Wurzel x geteilt durch 2 mal Wurzel x mal Wurzel x ist. Und das bedeutet, dass man da am Schluss 1 durch 2 mal Wurzel x wieder stehen hatte, so wie wir uns das vorhin auch beim Ableiten überlegt haben. Und ich weiß, die Sache ist immer, ist das jetzt so viel einfacher geworden? Da kann man sich drüber streiten, aber wenn man sich einfach daran hält, dass man grundsätzlich versucht, so wenige Brüche, so wenige Wurzeln wie möglich zu haben und auszuklammern, was man eben kann, dann könnte man auf diese Form hier kommen, weil man jetzt hier die Wurzel von x nur noch vor der Klammer hat und in der Klammer, gut, da ist noch ein Bruch, aber der ist zumindest schöner, als er vorher war. Du kannst ja versuchen, das gleiche Prinzip jetzt bei Teilaufgabe C mal anzuwenden. Probier die aus, rechne sie und dann schauen wir gleich mal, was die richtige Lösung ist. Und bei Teilaufgabe C hat man natürlich auch wieder die Frage, was ist denn die Wurzel von 2x? Und vielleicht ist dir aufgefallen, deswegen ist das hier auch Teilaufgabe C, jetzt haben wir nicht nur ein Produkt, sondern wir haben auch noch mit der ersten Funktion eine verkettete Funktion. Jetzt wird es also spannend. Insofern macht es auch Sinn, sich erstmal zu überlegen, was ist denn die Ableitung von Wurzel aus 2x? Und dazu können wir eigentlich das, was wir uns gerade überlegt haben, benutzen. Die Wurzel aus x ist ja 1 geteilt durch 2 mal Wurzel x und das ist hier ja auch die äußere Funktion. Also müsste die Ableitung ja sein 1 geteilt durch 2 mal Wurzel aus 2x. Und jetzt nochmal die Ableitungsfunktion der inneren Funktion, also die innere Ableitung. Was wäre das bei 2x? Natürlich 2. Und das ist jetzt wieder ganz schön, denn wenn man das ausrechnet, dann wird das Ganze etwas kompakter. Wir haben nämlich als Ableitungsfunktion 1 geteilt durch die Wurzel aus 2x. Die sieht vielleicht sogar noch etwas aufgeräumter aus als die Ableitung der Wurzel von x. Okay, jetzt haben wir die Ableitungsfunktion unserer ersten Funktion. Damit können wir die Produktregel problemlos anwenden. Erster Schritt ist wieder, ich schreibe meine erste Funktion hin, mal Ableitung der zweiten Funktion und das natürlich immer noch Cosinus x. Und jetzt schreiben wir die zweite Funktion hin, also den Sinus von x, und multiplizieren das mit der Ableitungsfunktion der ersten Funktion. Die hatten wir uns gerade überlegt. Das ist 1 durch die Wurzel von 2x. Und jetzt versucht man wieder irgendwie das Ganze ein bisschen schöner hinzubekommen. Ich gebe zu, so viel schöner sieht es nicht wirklich aus. Aber auch hier versucht man wieder auszuklammern. Und wenn man das so macht, dass man möglichst wenige Wurzeln hat, bekommt man das hier. Und das ist eben die Wurzel aus 2x mal der Cosinus von x plus 1 durch 2x mal der Sinus von x. Und du siehst, zumindest beim zweiten Bruch haben wir jetzt keine Wurzel mehr, genau wie wir das oben auch hinbekommen hatten. Und auch hier nochmal der Beweis, dass das wirklich das Gleiche ist. Denn wenn ich es hier wieder ausmultiplizieren würde, also die Wurzel aus 2x mal 1 geteilt durch 2x, dann bekäme ich ja diesen Bruch hier. Das entspricht diesem Bruch. Den kann ich kürzen und ich bekomme genau das, was ich hier vorher auch schon stehen hatte. Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, ist die Produktregel gar nicht schwer. Die Schwierigkeit bei solchen Aufgaben kommt oft dadurch rein,
dass man zusätzlich noch verkettete Funktionen hat, die nicht unbedingt immer so ganz einfach zum Ableiten sind. Deswegen haben wir auch die Produktregel uns erst jetzt angeschaut, nachdem wir die Kettenregel besprochen hatten. Denn du wirst es bei den Aufgaben sehen, die du als nächstes rechnest, da gibt es einfach viele Kombinationsmöglichkeiten. Und beim Durcharbeiten der Kombinationsmöglichkeiten wünsche ich dir die richtige Inspiration, viel Erfolg und vielleicht auch ein bisschen Spaß beim Rechnen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann.